Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdum, zu einem neuen Part Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst auf dem Zwergenfürst-Kanal. Ja, wo sonst? Auf dem bilateralen Podcast-Kanal? Unwahrscheinlich. Es gibt doch Pokémon, die Werte-Effekte überhaupt nichts ausmachen, oder? Alternativ könnte ich auch das Wetter einfach selbst noch einmal ändern. Alles klar. Gegen Roy hat einfach niemand eine Chance. Aha. Ich schon. Ich werde ihn heute besiegen. Das mache ich mir heute zur Aufgabe und ja. Wenn auch erst im zweiten oder dritten Anlauf. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Ich kämpfe mit Strahl, Pokémon, Sandstürme können mein Team gar nichts. Aber gegen Roy haben wir irgendwie trotzdem keine Chance. Oh, die machen mir hier schon Angst. Oder was? Pflanzen-Pokémon sind meist sehr sensibel, was Veränderungen des Wetters angeht. Hier wird wohl das Wetter geändert in der Drachenarena. Unbefugt ist die Nutzung des Aufzugs in das unterirdische Energiewerk untersagt. Da werden wir wohl noch hinkommen. Irgendwas sagt mir, dass wir dann noch hinkommen. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du? Etwas kaufen. Ich schau mal. Übertränke haben wir 15. Ja. Würde nicht schaden, ein paar noch mitzunehmen. Wie sieht es bei den Belebern aus? Einmal aufbunden bitte. Auf 20. Etwas verkaufen. Kann ich irgendwas verkaufen, damit wir noch genug Geld haben? Um uns Klamotten zu kaufen, wenn wir hier raus sind. Und Würstchen, die vergammelten Würstchen können wir verkaufen. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Was, meinen nächsten Besuch? Ich bin doch hier noch nicht. Willkommen im Uniformenladen. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ja, vielleicht sollten wir jetzt langsam mal versuchen, einen zu kaufen. Es ist da. Geisteruniform, Eisuniform, Käferuniform, Stahluniform, Psychouniform, Elektrouniform, Bodenflug, Normal, Gift. Geisteruniform sieht nicht ganz schlecht aus. Ich kaufe es einfach mal, um es auszuprobieren. Okay. Ja, jetzt habe ich diese Uniform. Können wir die anziehen irgendwo, oder? Und was ist jetzt los? Ich lese es nicht. Balduin! Der schon wieder. Ein letztes Mal, glaube ich. Müsste sogar der letzte Orden sein, wenn nicht der vorletzte. Könnte sogar der vorletzte sein. Mit einem Levelball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je niedriger sein Level im Vergleich zu deinem Pokémon ist. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Aha, ich guck mal kurz auf die Liga-Karte. Das sieht gerade so aus, als wäre das der achte Orden, den wir jetzt bestreiten müssen. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte. Ja, das ist jetzt unser letzter Orden. Die letzte Arena, die wir betreten werden. Tja. Finale? Nee, noch lange nicht, aber... Ja, der letzte Orden. Ja, wir wollen mit ihr mal reden. Das ist die letzte Arena. Du schaffst das, Zwergfürst. Jetzt werde ich auch noch angefeuert. Das freut mich doch sehr. Endlich steht man wieder im Kampf mit Roy an. Der Arena-Challenge nähert sich langsam aber sicher ihrem Ende. Du bist weit gekommen. Der Arena-Leiter von Clown City ist Drachenprofi. Roy, bist du bereit für seine Arena-Mission? Nicht wirklich, aber wir versuchen es mal. Dann bitte ich dich zunächst in die Umkleide, in deine Uniform zu schlüpfen. Mal schauen, welche wir jetzt anhaben. Die weiße? Natürlich die weiße, welche auch sonst. Diese Uniform, die du trägst, zeugt von all den Siegern, die du schon errungen hast. Ich kann deinen Kampfgeist deutlich spüren. Mit der 42 auf dem Rücken. Jo, in den finalen Kampf, aber in den letzten Arena. So muss es sein.
So, und jetzt begib dich bitte ins Stadion. Ich meine natürlich in die Schatzkammer. Die anderen Arena-Trainer erwarten dich dort. Was? Wir gehen zurück. Wir hauen ab. Wo, wie, was, wann, wo? Langer Ladescreen. Ach, die Schatzkammer. Ah, ich wusste, ich hab's doch geahnt, da passiert noch irgendwas. Es kann's doch nicht gewesen sein, dass wir dort einfach mal so reinkommen und da nichts passiert. Hier sind wir also jetzt im 8. Arena-Orden, hier in der Schatzkammer. Aha, was soll in diesem leeren Raum so alles passieren? Mal sehen, wie viele Challenger sind noch am Rennen? Wow, nicht mal 10. Also gut, Zwergfürst, ich erkläre dir jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst nun 3 von mir höchstpersönlich ausgebildete Arena-Trainer besiegen. Das ist alles. Ach ja, noch etwas. Ihr werdet in Doppelkämpfen gegeneinander antreten. Die Arena-Challenge hat es ganz schön in sich, findest du nicht? Daher halten auch nur sehr wenige Arena-Challenger so lange durch wie du. Und genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mir all deine Tricks, die du auf Lager hast. Aber genug geredet. Der erste Arena-Trainer wird dir gegenübertreten. Na los, Raphael, trau dich. Ich hatte damals einen Klassenkameraden, aus der Parallelklasse. Grüße gehen raus an Raphael. Ich hatte wen in der Parallelklasse, die hieß Raphael. Und der sah ihn hier. Naja, gut, ein bisschen Unterschied gibt's schon, aber so unähnlich sah er dem hier nicht. Ja, bin schon zur Stelle. Wei hat mich 2 Dinge gelehrt. Das haben wir jetzt gelernt. Und er hat mich auch gelernt. Zum anderen, dass man das Kampffeld zu seinem Vorteil nutzen muss, wenn man sich die Stärke zunutze machen will. Zwergi vs. Raphael. So, Doppelkämpfe. Pelipper und Viscargot. Mini und Hoff. Perfektes Duo. Und Wasser und Pflanze. Naja, geht besser, aber Wasser und Pflanze ist schon nicht schlecht. So, Felsgrab, das soll effektiv sein. Pelipper. Dann sag ich mal Grasmixer auf. Und versuch mal auf Viscargot. Felsgrab. Ja, das kann man durchaus als sehr effektiv betrachten. Das kann man so sagen. Das war echt nicht schlecht. Los, Nini. Grasmixer. Eindruck nicht. Ja. So viel dazu. Nicht sehr beeindruckend, nee. Wirklich nicht. Wirklich nicht beeindruckend. Nein, nein. Ich sagte, beeindrucke mich. Was ist daraus geworden? Ja. Prof macht die Arbeit hier. Mann, nee, nein. Was los mit dir? Nice Level für Rufus. Und für Prof wahrscheinlich auch. Turbo-Dia. Hab ich nicht ganz gesehen, für wen das war. Was ist los heute mit dem Mini? Was ist hier? Ja, das ist hier fast schon enttäuschend. Das ist ja... Tja, Blacky, du bist dran. Versuchst du mal mein Kramor, mein tapferes Kramor. Zum Glück habe ich einige Beleber mit, dass wir hier nicht schon vor dem Arena-Trainer abkratzen. Felsgrab war es, das wollen wir versuchen. Und Stahlflügel, warum nicht? Stahlflügel, zack, wow, das ist nice, so gar nicht enttäuschend. Sehr nice. Und der erste Trainer ist besiegt. Es war ja gar nicht so schwer.
geht's doch. Doppelkämpfe gehen richtig ab, aber man braucht dafür eine ganze Menge Grips. Du gewinnst 8.640 Pokémon und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den ersten Arena-Trainer in der letzten Arena von Gamma hervor. Ich habe das Gefühl, die Musik ist ein wenig laut. Könnte man vielleicht für zukünftige Generationen vielleicht ein bisschen leiser einstellen? Wäre so ein Wunsch von mir. Die Arena-Trainer-Sieg-Musik hier, das ist wirklich ein bisschen heftig. Fühlt man sich fast wie in einer Disco. Genau so erwarte ich das von einem Trainer, der sich bis hierher durchgeschlagen hat. So, next please. Wie viele warten denn noch auf uns? Hier kommt unser zweiter Trainer, Lorelein. Oder so ähnlich. Irgendwie so wird es ausgesprochen. Drei hier insgesamt. Oh, das kriegen wir hin. Na komm, das wird schon. Oh, ich kann abhauen oder was? Na komm. Bei einem Doppelkampf kommt es darauf an, zu verstehen, welche Rolle die jeweiligen Pokémon des Gegners im Kampf erfüllen. Kampf Nummer 2. Arena-Trainer Lorelei. Das ist ähnlich, wunderlich heraus. Gunona und Tornator. Tornator. Des Todes. Tornator des Todes. Genau. Genau so. Erzwinger von Becky wirkt. Das ist gut. Felsgrab effektiv auf Vulona. Das ist sehr gut. Die müssen wir als erstes besiegen. Die ist ein starker Gegner. Na komm. Vulona ist jetzt wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist ein starkes Pokémon. Das kann schon wehtun, wenn die angreift. Verbrennung. Auf dem Wasser Pokémon. Versuch's weiter. Oh, Kacke. Da war es im Blackie geschehen. Ja, Feuerattacke. Jetzt halt gegen Flug jetzt nicht so unbedingt das Beste. Na komm, Wunona. Okay, da habe ich mir jetzt mehr darunter vorgestellt. Ich mir mehr erhofft, aber... Ja, gut. Wir bringen das Team nochmal zum Leben, bevor wir in den finalen Kampf in Roy eintreten. Rufus, mein schwerer Felsklops. Das ist effektiv auf Vulona. Und Nitroganon ist effektiv. Antikkraft auf Tortonator. Versuchen wir es mal. Zwei Typen mit Gestein. Wird jetzt hier mit Steinen geworfen. Sind wir hier mal in einer linksautonomen Demo oder was? Das ist doch hier. Ein linksautonomer Demo-Kampf. Es wird hier mit Steinen auf andere geworfen. So sieht's aus. Ein kleiner Scherz am Rande. Ja, Vulona. So, weiter mit Steinen werfen. Nee, lasst euch nicht aufhalten. Ein paar Witze über Linksextremismus machen. Darf auch erlaubt sein. Mhm. Find Linksextremismus genauso scheiße wie Rechtsextremismus. Und gerade mal hier ein politisches Statement an der Stelle abgeben. Wird eh keiner mitkriegen, weil wir durchskippen. Ist nicht lustig. Ist traurig. Dass die Leute einfach durchskippen. Die Kämpfe einfach rüberspringen. Ja, so läuft's hier. So läuft's nicht. Da kriegt er die wichtigsten Sachen nicht mit. Manche Sachen thematisiere ich nur in Kämpfen. Manche Parts hatten schon tolle Gespräche in Kämpfen. Manche, nicht alle, aber... Sprungfeder, was ist denn? Modif Sprungfeder, was ist das denn? Ja, Flug? Was? Sekunde. Modif in Attack vom Typ Flug?
Sackgasse, Anwender springt und landet in der nächsten Runde auf dem Ziel. Das Ziel wird eventuell paralysiert. Was, wie, wann, warum? Vor allem warum? Ich schätze mal, da würde ich schon gern eine Flugattacke für, wäre jetzt nicht schlecht. Ein Doppelkick vielleicht. Nee, lass mal. Das müssen wir jetzt leider rauslassen. Nee, ist gerade sehr schlecht. So. Dann kann er gleich mal reinkommen, den Mordes. Takiro ist noch ein bisschen unterlevelt. Also nicht unterlevelt, aber ist noch ein bisschen schwach. Ja, Doppelkick, das hätten wir jetzt, wenn wir das verlernt hätten, das wäre jetzt nicht so gut gewesen. Felswurf. Dann würde man Steine werfen. Doppelkick, treten und mit Steinen werfen. Genauso. Das ist hier die Wiese in diesem Kampf. So. War's das schon? Der nächste Trainer. Ränkenschmied. Der Takiro jetzt. Nee, lass mal. Lorraine besiegt. Oder wie sie auch immer heißt. Das Wetter ist unberechenbar. Aber noch viel unberechenbar ist der Ausgang eines Kampfes. Dum, 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 dum. Extrem laut. Fantastische Leistung. Genau das habe ich von einem Trainer erwartet, der sich 7 Orden erkämpft hat. Dann die letzte Trainerin vor dem Arenaleiter. So sieht's aus. Und jetzt ist eins. Und jetzt ist es Zeit für die krönenden Abschluss. Nummer 3, Siopan. Na, der krönende Abschluss kommt danach. Ja, auch Abschluss. Das kann auch durchaus ein Abschluss sein. Zum Glück können wir uns vorher noch aufladen. In einem Doppelkampf kann man beide Pokémon mit voller Kraft zuschlagen lassen. Oder man gibt einem von ihnen eine unterstützende Rolle. Sehen wir mal, was für eine Strategie du verfolgst. Draufhauen. Das ist meine Strategie. Ich habe noch ein paar lebende Pokémon. Nicht viele. Rufus und Mordes. Ja, gut. Ich hoffe, wir überleben den letzten Arena-Trainer-Kampf. Dass wir dann irgendwie zum Arena-Leiter kommen können. Meri Megiras und Rätsel Blizzard. Huha. Feuerball auf, naja, Feuerball nicht, Feuersäulen auf Rexiblizzard. Können wir mal versuchen. Bringt ihn da zum Schmelzen. Jo. Und da war es um ihn geschehen. So schnell geht das. Und Rufus kümmert sich um den anderen. Na komm, hau rein. Mach's alle. Festruf. Das ist ja sehr beeindruckend. Der Wahnsinn. Ich krieg den Mund vor lauter Staunen nicht mehr zu. Hast du fein gemacht, Rufus. Einer schon. Und du dann Nitro-Ladung. Einfach mal Feuer draufhauen. Machen wir's. Mit Feuerattacken kaputt. Versuchen wir es zumindest. Megiras, der hält was aus. Das ist jetzt nicht. Ist nicht von schlechten Eltern, das Megiras. Kennt er schon. Na komm. Okay, das hätte durchaus ein bisschen mehr bringen können. Mehr bringen dürfen. Felswurf. Ja, nee, das hat nicht viel gebracht. Nitro-Ladung. Und. Doppelkick, vielleicht bringt das was. Versuchen wir's. Doppelkick. Noah, nicht schlecht. Kann man machen. Muss man aber nicht. Kampfgebrüll. Okay. Angriff von Rufus sinkt. Nitro-Ladung.
Ja. Das meint er mit Angriff sinkt. Von Hagelkörnern getroffen. Was? Es hagelt hier in der Halle. Ja gut, kann mal vorkommen. Ein Eschern und Double Kick. Das hat eben gerade schon was gebracht. Double Kick. Na komm. Sehr gut. Mediras besiegt. So, dann haben wir wohl den letzten Trainer. Siobhan besiegt. Wenn Pokémon-Trainer an einem Strang ziehen, wecken sie ungeahnte Kräfte in sich. Übrigens 4320 Pokémon und dann kriegt sich der Kampf gegen den letzten Arena-Trainer dieser Arena-Mission hervor. Der Arena-Leiter wartet. Eine reife Leistung. Gegen einen talentierten Trainer wie dich kämpfen zu dürfen, war mir eine große Ehre. Großartig, Zwergfürst. Ganz wie erwartet hast du die Arena-Mission gemeistert. Bravo. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass du dich gegen mich beweist. Auf ins Stadion. Naja. Was soll ich dazu sagen zu dieser Arena-Mission? Das war jetzt ein bisschen... Ich fand es ein bisschen schwach. Die letzte Arena-Mission in dieser kargen Halle. Game Freak, da hast du dir schon Besseres einfallen lassen in vorher gegangenen Pokémon-Generationen. Da gab es wirklich schon Besseres. Und auch in diesem Spiel gab es schon bessere Arena-Missionen. Schwach. Da muss jetzt der Arena-Leiterkampf umso besser werden. Also ich würde es nicht als mies bezeichnen, aber als schwach durchaus. Na gut, wagen wir uns in den finalen Arena-Leiterkampf.